Hallo und herzlich willkommen zu diesem Monatsrückblick für den August 2022. Ich bin der Tino und ich stelle euch vor, was ich diesen Monat alles so gezockt habe, was mich so umgetrieben hat, was es an Games gab. Und wie immer verwende ich nur Videomaterial aus offiziellen Trailern und verzichte natürlich auch auf Spoiler. Der Sommer neigt sich bei dem Ende zu, doch trotzdem habe ich hier das ein oder andere sommerliche Spiel mit eingebracht. Ich fange aber erstmal mit der zweiten Welle von den neuen Mario Kart Strecken an. Die sind ganz in Ordnung, gefallen mir besser als die erste Welle. Ist ein echt guter Mix aus alten Strecken geworden. Es sind zwei Mario Kart Tour Strecken dabei, die gefallen mir jetzt nicht ganz so sehr, aber ich bin mit Mario Kart Tour auch wirklich nicht vertraut, habe ich nicht gespielt. Aber ich war teilweise echt begeistert, was sie so aus den alten Strecken von Mario Kart Circuit zum Beispiel rausgeholt haben. Oder die N64 Wüste, die hat auch einen schönen Kniff am Ende und gefällt mir im Allgemeinen echt gut. Fanlieblinge wie Waluigi Pinball und die Pilzschlucht aus Mario Kart Wiesn dabei. Und dann gibt es noch die neue Strecke, diese Eiscreme-Landschaft, die so ein bisschen an ja, Fall Guys erinnert von den Farben her. Finde ich jetzt nicht ganz so toll, da mochte ich die andere neue Strecke, den Ninja Dojo, mehr. Ist aber natürlich alles Geschmackssache. Was ich diesen Monat extrem viel gespielt habe, ist Into the Breach. Das habe ich auf dem Smartphone gespielt, obwohl ich schon länger die PC-Version ja installiert hatte. Und hier hat Netflix wieder einen rausgehauen. Ihr könnt das Spiel gratis runterladen und spielen, ja, wenn ihr einen Netflix-Account habt. Das habe ich getan und ja, dann könnt ihr Into the Breach in der Advanced Edition spielen. Ich habe auch beide Versionen verglichen und auf dem Smartphone funktioniert es tadellos. Aber worum geht's? Into the Breach spielt in so einer dystopischen Zukunft, in denen Monster ja, Städte angreifen und ihr müsst versuchen, das abzuwenden mit euren Mechs. Ihr seht dann immer, was die Monster planen und könnt dann dementsprechend handeln. Und im Verlauf des Spiels ja, sammeln eure Piloten Erfahrungspunkte, ihr könnt Upgrades finden für eure Roboter. Erfüllt ihr bestimmte Missionen, dann bekommt ihr noch mehr Upgrades. Nur am Anfang ist das Spiel sehr überfordernd, man muss sich immer viel ausprobieren, man macht viele Fehler, muss oft neu starten. Aber wenn ihr dranbleibt, dann macht das Spiel wirklich Bock. Für mich auf jeden Fall das Spiel für unterwegs, wenn man mal irgendwie wieder länger warten muss oder sitzen muss, in der Bahn oder im Bus oder so. Probiert's ruhig mal aus. Nach fast 30 Jahren haben wir im Westen endlich dieses Spiel hier bekommen. Live Alive kam 1994 nur in Japan raus für den Super Nintendo und hat es jetzt als Remake endlich auf die Switch geschafft. Der charmante 16-Bit-Pixel-Stil von damals wurde originalgetreu beibehalten mit dieser HD-2D-Grafik. Ihr seht ja, wie es im Trailer aussieht. Octopath Traveler und Triangle Strategy haben ja ungefähr das gleiche gemacht. Das Spiel besteht aus 8 verschiedenen Geschichten, aus verschiedenen Epochen. Die sind jederzeit frei wählbar und jederzeit abbrechbar. Man kann immer wieder eine neue auswählen. Die Geschichten sind so 1-3 Stunden lang und bieten Abwechslung im Gameplay und auch im Kampfsystem. Das Kampfsystem an sich ist auch ein bisschen was Besonderes. Ist so eine Mischung aus Taktik und Rundenstrategie. Ist ein bisschen schwer zu beschreiben, aber ich fand es eigentlich ganz frisch und hat ein bisschen Abwechslung geboten zu dem, was man schon kennt. Hervorheben möchte ich hier noch die Synchro. Die ist in Englisch und ist sehr, sehr gut, finde ich. Einige Charaktere sind echt gut getroffen. Eine deutsche gibt es leider nicht. Und den Soundtrack, der ist auch richtig toll. Heute wie damals kann man sich ihn auf jeden Fall anhören. Was mir nicht so gefallen hat, und jetzt keine Angst, ich spoil nicht zu viel. Gegen Ende des Spiels wird das Spiel sehr grindlastig. Man muss viel leveln und wirkt ein bisschen gestreckt. Klassisch Rollenspiel halt. Habt ihr euch nicht schon immer gewünscht, mit ein paar Serienkillern gefangen auf einer tropischen Insel einen romantischen Datingurlaub zu erleben? Nein? Okay. Aber falls doch, dann ist doch bestimmt Hooked on You was für euch. Das ist eine Dating-Simulation basierend auf dem Spiel Dead by Daylight, was ja dieses Multiplayer-Horror-Spiel ist. Wir haben hier die Auswahl zwischen 4 beliebten Killern aus dem Spiel, ja, die wortwörtlich um unser Herz kämpfen. Ich meine, ich kenne mich mit Dating-Simulations jetzt nicht so gut aus, aber Hooked on You war eigentlich ganz witzig. Wie in wahrscheinlich vielen anderen Dating-Simulations auch, muss man hier viel lesen. Es gibt auch so ein paar Minispiele, die sind aber nicht der Rede wert. Die Texte sind auch gut geschrieben, gibt es auch in Deutsch übrigens. Und obwohl das Spiel auf den ersten Blick nach kompletten Quatsch aussieht, kriegt man doch einen ganz guten Einblick hinter die Motive der Killer und man kann auch mal einen Blick hinter die Killermaske werfen, wenn ihr versteht, was ich meine.
Ich habe diesen Monat auch mal wieder mein 3DS aus der Schublade geholt und Ever Oasis gespielt. Das lag schon länger bei mir rum und ich hatte immer mal wieder Lust, das zu spielen. Ever Oasis besteht aus zwei Teilen. Zum einen Aufbaustrategie und Basenmanagement, würde ich sagen. Als Sprössling habt ihr hier die Aufgabe, eine Oase aufzubauen und größer zu machen, um umhertreibende Leute in der Wüste zu euch zu bringen und Handel zu betreiben. Ihr erfüllt Aufgaben, damit sich Händler bei euch niederlassen und Zeug verkaufen. Während ihr der Haupthandlung folgt und eure Streifzüge durch die Wüste betreibt, findet ihr Materialien zum Verkaufen, könnt es an eure Händler weitergeben und neuen Händlern in eurer Basis einen Platz zuweisen. Der zweite Teil des Spiels besteht darin, ja, durch die Wüste zu streifen, Dungeons zu erkunden und gegen Monster zu kämpfen, ähnlich wie man es vielleicht schon bei The Legend of Zelda kennt. Jedes Mitglied eures Gefolges bringt natürlich auch verschiedene Fähigkeiten mit, die ihr dann in den Dungeons einsetzen könnt. Das ist so das Äquivalent der Items, die man in Zelda findet. Ich fand Ever Oasis nicht so schlecht, gerade die Optik fand ich sehr niedlich. Das, was mich so genervt hat an dem Spiel, war, dass vieles sich wiederholt hat, sehr repetitiv ist und dass ich ganz oft nach dem richtigen Weg suchen musste. Ganz oft hing ich an ganz simplen Stellen, wo ich irgendwie nicht wusste, wie es weitergeht. Dann habe ich noch ein Spiel auf dem 3DS gespielt, und zwar Attack of the Friday Monsters A Tokyo Tale, gepublished von Level 5, die unter anderem auch Prosalaten oder Fantasy Life gemacht haben. Ist doch wahrscheinlich eins der letzten 3DS-Spiele, die ich mir jetzt aus dem eShop so runtergeladen habe, bevor der Shop schließt im nächsten Jahr. Das Spiel bietet schönes japanisches Sommerfeeling, hat mich ein bisschen an Persona 4 Golden erinnert. Spielerisch bietet das Spiel jetzt aber nicht ganz so viel, man läuft eher rum und redet mit Leuten. Da kann man sich aber schöne Umgebungen anschauen, finde ich. Leider sind die Texte nur in Englisch und die Synchro nur in Japanisch verfügbar. Storymäßig bietet das Spiel jetzt auch nicht wirklich viel, fand sie jetzt nicht so spannend. Es gibt aber noch so ein nettes Kartenspiel auf Basis von Schere, Stein, Papier und das war ganz nett. Weswegen ich mir das Spiel hier aber angeguckt habe, ist, weil es der Vorgänger zu diesem Spiel hier ist. Shin-Chan, meine Sommerferien mit dem Professor, die endlose 7-Tage-Reise. Was für ein Titel. Und dieser sagt euch auch eigentlich alles, was ihr über das Spiel wissen müsst. Shin-Chan macht mit seiner Familie Urlaub und dabei passieren einige skurrile Dinge. Ich möchte nicht zu viel verraten, denn die Geschichte hat mir sehr gut gefallen und wenn ihr möchtet, könnt ihr sie ja auch selbst erleben. Wer schon immer Sommerferien in so einem japanischen Vorort machen möchte, für den ist das Spiel hier genau richtig. Das Spiel sieht an so vielen Stellen so unglaublich toll aus. Richtig schön gemalte Hintergründe. Das Ganze erinnert so ein bisschen an Animal Crossing, ist sehr detailverliebt. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, ist die deutsche Übersetzung. Zwar hat das Spiel nur eine japanische Sprachausgabe, die auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, aber die deutschen Texte sind wirklich gut geschrieben. Ich selbst bin jetzt nicht der größte Shin-Chan-Fan, aber auch ich habe als Kind ein paar Folgen davon gesehen und konnte in den Texten den Spirit des Animes wiedererkennen. Auch wenn es hier ein bisschen harmloser ist und nicht so derb wie damals. Wo ich wirklich Probleme hatte in dem Spiel, ist die Orientierung. Es gibt zwar eine Karte, die habe ich aber erst viel später bemerkt und trotz all dem hilft sie nicht wirklich, dadurch, dass dieses Spiel mit diesen Orten immer hin und her wechselt, mit diesen Bildern, habe ich mich auch nach vielen Spielstunden immer noch verlaufen. Wer Lust hat auf so ein kurzes, entschleunigendes Spiel und ein bisschen was zum Chillen sucht, den kann ich dieses Spiel nur empfehlen. Das nächste Spiel ist nicht verbuggt, sondern heißt Bug Fables und ist sehr stark an die früheren Paper Mario Teile angelehnt. Die Charaktere hier sind alle zweidimensional dargestellt, während die Welt darum 3D ist. Zwischendurch bestreitet man auch Kämpfe, die rundenbasiert sind und die Effektivität der Attacken richtet sich danach, wie gut man gewisse Quicktime-Events löst. Halt ähnlich wie bei Paper Mario oder den neueren South Park-Spielen. Bei mir persönlich hat es ein bisschen gedauert, bis der Funke übergesprungen ist, dass ich es mal richtig durchzocke. Ich habe es letztes Jahr schon angefangen gehabt und dann immer mal wieder gespielt. Ich glaube, jeder von euch kennt die Situation. Oft wusste ich nicht, wohin ich muss, wie es in der Story weitergeht. Es gibt keine richtige Karte in dem Spiel und auch keine Questmarkierungen. Die Kämpfe sind doch echt schwer, gerade die Bossfights, und wenn man da mal ein Quicktime-Event verhaut, dann kann man gleich den ganzen Kampf neu starten. Trotz allem ist es aber ein wirklich charmantes, schönes Spiel mit einem tollen Soundtrack und wer die Paper Mario-Spiele der alten Schule vermisst, der wird mit Bug Fables auf jeden Fall seinen Spaß haben. Auf RPG Time, The Legend of Wright bin ich aufmerksam geworden, weil es ja diesen total besonderen Zeichenstil hat. Die Geschichte um den namensgebenden Held spielt in einem Notizbuch und der Junge, dem das Notizbuch gehört, führt uns durch die Geschichte. Ich würde gleich zu Beginn einfach mal einen Kritikpunkt anbringen, und zwar dieser Junge redet sehr viel und es gibt keine Sprachausgabe. Das heißt, man muss sich durch viele Sprechblasen klicken, die auch alle auf Englisch sind. Es gibt super viele Charaktere in dem Spiel und sehr viel Gameplay-Wechsel und dieser Junge erklärt und erzählt alles. Das unterbricht leider sehr oft den Gameflow und ist sehr schade, weil
das Spiel eigentlich ganz gut ist. Ich habe ja schon gesagt, es gibt sehr viel Gameplay-Wechsel und das ist echt motivierend, da weiterzuspielen. Alles findet irgendwie auf diesem Schreibtisch dieses Jungen statt und erinnert auch so ein bisschen an die Paper Mario-Spiele, aber eher an die neueren, wo auch so Alltagsobjekte mit eingebunden werden. Das Spiel ist auch super kreativ an allen Ecken. Überall kann man irgendwas finden und es macht einfach Spaß, einfach auf sich die Bilder anzuschauen. Und ein richtiges RPG ist dieses Spiel auch nicht. Vielleicht eher so Adventure oder Logikspiel. Man levelt eigentlich nur auf, indem man in der Geschichte voranschreitet und ein Kapitel abschließt. Dieses süße Spiel hier ist Kirby's Dream Buffet und ist ein reines Multiplayer-Spiel. Ihr könnt es zu zweit lokal gegen zwei Computer spielen oder zu viert im Online-Multiplayer-Modus. Ziel des Spiels ist es, als Kirby sowohl im Rennen als auch im Multiplayer-Battle-Modus so viele Erdbeeren wie möglich zu naschen. Spiele, in denen Kirby als Ball durch die Gegend rollt, gibt es ja schon häufiger. Sowas wie Kirby's Dream Course fällt mir da ein oder Kirby's Pinball Land auf dem Gameboy. Die Level gefallen mir eigentlich ganz gut, die sind schön abwechslungsreich und ja, drehen sich eigentlich immer nur ums Essen, sehen schön appetitlich aus. Und wenn man ein Grand Prix startet, dauert es nicht lang. Alle vier Spiele dauern vielleicht nicht länger als 5 Minuten. So für zwischendurch ist das Spiel ganz niedlich, nur fehlt mir hier die Langzeitmotivation. Man kann zwar zwischendurch neue Level freischalten und auch Kostüme, Farben und Musikstücke, aber so richtig vom Hocker gehauen hat mich das jetzt auch nicht. Und für so einen Partyabend taugt es auch nicht wirklich, da man lokal nur zu zweit spielen kann. Nintendo Switch Online Plus Mitglieder haben diesen Monat auch ein neues Spiel bekommen, und zwar Wave Race 64. Das ist so eine Art Jetski-Simulator. Sportspiele sind jetzt nicht unbedingt mein Fall, aber über Wave Race 64 höre ich eigentlich immer Gutes und ich wollte es mir eh mal anschauen. Und dafür, dass es damals noch nicht so viele 3D-Spiele gab, bin ich echt beeindruckt, wie gut doch die Physik in dem Spiel funktioniert. Dieses Hüpfen auf den Wellen, das fühlt sich schon sehr real an. Bei den Leveln, die es so gibt, fand ich ganz interessant, dass sich immer was anderes überlegt wurde. Es gibt Level bei Tag und bei Nacht mit stürmischer See oder bei Nebel. Einer hat sogar Ebbe und Flut. Aber abgesehen von den Grand Prix, die man so fahren kann, fand ich, gab es nicht so viel Besonderes zu entdecken. Es gibt noch Zeitrennen und Multiplayer, aber die waren für mich jetzt nicht so spannend. Es wird wieder ein bisschen taktisch mit Fire Emblem Three Houses. Dieses Spiel habe ich zwar schon vor 3 Jahren zu Release gezockt, aber hatte jetzt irgendwie wieder mega Bock drauf. Hier gibt es auch verschiedene Enden, je nachdem für welche Fraktion man sich entscheidet. Bei meinem ersten Playthrough hatte ich die blauen Löwen und jetzt habe ich mich für den goldenen Hirsch entschieden. Der Charakter wird hier als Lehrer angestellt in einer naheliegenden Klosterakademie. Diese liegt genau in der Mitte von sich drei rivalisierenden Reichen oder Allianzen. Alle heranwachsenden Adlige und Anführer gehen dann auch auf dieses Klosterinternat, sag ich mal, und werden dann da ausgebildet. Man selbst wird auch weiter ausgebildet. Die Handlung ist teilweise ein bisschen komisch, aber auch eigentlich ziemlich cool. Gerade die Videosequenzen hauen richtig rein, machen richtig Spaß, sich anzuschauen. Aber in einem Fire Emblem geht es natürlich nicht nur um die Story, sondern auch ums Gameplay. Und Fire Emblem ist natürlich taktisches Rollenspiel vom Feinsten. Die Reihe gibt es ja auch schon seit Ewigkeiten. Über 30 Klassen, die unterschiedlich aufeinander einwirken. Und zwischen den Missionen unterrichtet man seine Schüler, bringt ihnen die richtige Klasse bei, die sie werden sollen später. Man kann im Kloster rumlaufen, es erkunden, mit den Schülern reden, ihnen Geschenke machen oder zu einer Teestunde einladen. Ihr könnt also auch Beziehungen zu euren Schülern aufbauen. Das Ganze ist jetzt aber nicht so krass wie bei echten Dating-Simulations. Solltet ihr noch nie ein Fire Emblem gespielt haben, habt ihr mit Three Houses echt einen guten Einstieg. Das Ganze ist wirklich einsteigerfreundlich, nicht zu sehr überfordernd. Die taktischen Kämpfe sind auf lange Zeit schwer, aber eigentlich immer machbar. Ist auch ein neues Feature, mit dem ihr die Zeit zurückspulen könnt, solltet ihr mal einen Fehler gemacht haben, also alles easy. Sollte ich das Spiel irgendwann nochmal spielen, würde ich mir wahrscheinlich mal den DLC holen. Da gibt es dann noch ein paar extra Charaktere und zusätzliche Aktivitäten in dem Kloster. Aber vorher muss ich mir noch ein anderes Fire Emblem-Spiel anschauen. Dieses Spiel hatte ich zwar auch schon mal durchgespielt, aber ein Freund von mir wollte es gerne zocken und dann dachte ich mir, warum nicht? Denn A Way Out ist ein reines Koop-Spiel, das heißt, ihr braucht 2 Spieler, um das durchzocken zu können. Das ist übrigens hier der Vorgänger zu It Takes Two, ist ja auch ein Koop-Spiel, war es ja letztes Jahr die Game Awards gewonnen hat als Best Game oder so. Mir hat hier die Handlung aber viel besser gefallen als bei It Takes Two, muss ich sagen. Zusammen als Team müsst ihr hier, wie der Name schon sagt, aus dem Gefängnis ausbrechen. Die Handlung bietet aber noch ein bisschen mehr, aber ich will jetzt auch nicht zu sehr spoilen. Was mir hier gut gefallen hat, ist, dass die beiden Charaktere unterschiedlich auf verschiedene Objekte und Personen reagieren und dabei immer lustige Situationen entstehen. Neben der Geschichte könnt ihr auch immer wieder kleine Minispiele zusammenspielen, was das alles ein bisschen aufgelockert hat.
Als kleinen Abschluss packe ich hier noch ein kleines sommerliches Spiel mit rein, und zwar Yoko's Island Express. Das ist so eine Art Mischung aus Metroidvania und Pinballspiel. Die Mischung klingt zwar ein bisschen seltsam, funktioniert aber tatsächlich sehr, sehr gut. Hat viel Spaß gemacht. Ihr seid hier der kleine Yoko, der kleine Käfer, der hier seine Kugel durch die Gegend rollt und erkundet dann die Insel. Metroidvania-typisch erlangt ihr dann immer weitere Fähigkeiten und könnt dann immer mehr von der Insel erkunden. Wie jeder Pinball-Fan weiß, steht und fällt ein gutes Flipperspiel natürlich mit der Ballphysik und der Ballkontrolle, und die ist hier ganz in Ordnung. Also, ich fand sie gut. Auch die Erkundung der Insel hat Spaß gemacht, auch wenn es viel Backtracking gibt, das ist ja bei Metroidvania üblich. Der kleine Yoko bewegt sich hier und da ein bisschen langsam, aber ist schon in Ordnung, er gibt sein Bestes. Und das waren sie wieder, die Spiele, die ich letzten Monat so gezockt habe. Schauen wir doch mal, was uns nächsten Monat so erwartet, und zwar im September. Da haben wir als erstes das Remake von The Last of Us Part 1. Ich persönlich muss sagen, bin nicht der allergrößte Fan von The Last of Us. Das Gameplay war einfach nie so wirklich meins und die Handlung irgendwie auch nicht. Mag aber den zweiten mehr als den ersten tatsächlich. Ich erkenne aber durchaus an, dass der erste Teil für ganz viele eines der wichtigsten Spiele ist und jeder soll auch seinen Spaß damit haben. Mich stört es nur, dass das Remake zu Release relativ teuer ist, ich glaube 80 Euro für die PlayStation 5, und das ist dann doch schon ganz schön happig, zumal man das PlayStation 4 Remaster viel, viel günstiger kriegen kann. Etwas bunter wird's mit Splatoon 3, das kommt am 9. September raus. Ich persönlich habe nur den ersten Teil auf der Wii U gespielt, den zweiten auf der Switch dann übersprungen. Ich werde mir den dritten Teil anschauen und mich überraschen lassen, welche Neuerungen der dritte Teil parat hat. Es gab vor kurzem auch eine Nintendo Direct dazu, die habe ich mir auch nicht angeschaut, also mal gucken, was da auf mich zukommt. Am 15. September bekommen wir Metal Hellsinger. Das ist so eine Art Rhythmus-Ballerspiel. Sieht ein bisschen aus wie die Doom-Teile, die neueren. Die Demo kann man sich jetzt schon anschauen, habe ich zwar noch nicht gemacht, aber das Spiel werde ich mir wahrscheinlich holen, weil ich ziemlicher Metal-Fan bin. Und hier haben berühmte Metal-Sängerinnen und Sänger und Bands extra den Soundtrack komponiert. Und der wird bestimmt ziemlich reinhauen. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock. Am 19. September bekommen wir die lang ersehnte Fortsetzung der Monkey Island Reihe. Ich habe zwar nur die ersten beiden gespielt, aber das passt auch ganz gut, denn dieser Teil knüpft direkt an die beiden Teile an. Das Besondere an dem Spiel ist natürlich direkt der Artstyle. Der kam bei vielen Fans nicht ganz so gut an, aber mir gefällt es eigentlich und ich werde auf jeden Fall reinzocken. Krasse Hack'n'Slay-Action kommt am 20. September mit Soulstice. Über das Spiel weiß ich nicht ganz so viel, es sieht sehr düster aus, hat vielleicht sogar ein bisschen Souls-Charakter von den Dark Souls-Spielen. Es geht irgendwie um zwei Schwestern, die eine hängt als Geist an der anderen dran. Wird bestimmt lustig. Als letzten Eintrag habe ich hier The Diofield Chronicle. Kommt am 22. September von Square Enix. Auch wieder ein taktisches RPG, schätze ich mal. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich es schaffen werde, das hier noch zu zocken, aber wenn sich die Gelegenheit ergibt, meine Güte, warum auch nicht. Das war's mit der Monatsvorschau und auch mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ich bin jetzt erstmal im Urlaub. Also Leute, haut rein!